Hey Leute, willkommen zurück bei Gold Rush. Tut mir leid, heute ein bisschen später. Ich habe es einfach nicht gebacken gekriegt, da irgendwie was zu machen. Ja, bin gerade erst rein und wollte ein bisschen unterwegs. Jedenfalls, Moment, Licht. Licht. Wir wollten oder brauchen Licht. Ist noch ganz früh am Tag, am Morgen. Und wir wollen ja hier erstmal ein bisschen Licht hinbauen. So, das heißt, wir... Schaltet die Maschine ein. Ja, ich weiß. Wir gehen erstmal hinter. Holen erstmal noch den ganzen Krempel, den ich da hinten so rumstehen habe. Ihr habt gemeint, der Radlader fährt rückwärts schneller als vorwärts? Und jemand meinte, das wäre normal so. Wusste ich nicht. Aber eine coole Sache. Jetzt weiß ich's. Und dann können wir das auch... Kann ich das mal beherzigen beim nächsten Versuchen, da mit dem Radlader umzugehen? So. Hält. Jo, hält. Super. So. Ja, da siehst du. Ah, die drei noch. Zack, eins. Zwei. Ach komm. Gut, da oben liegt es sicher drauf. Okay, hier ist noch ein bisschen Piesel-Eimerchen. Da ist noch ein Generator, den brauchen wir auf jeden Fall. So. Ich sollte mir echt mal den Anhänger zulegen. Wo ist denn mein Stromverteiler? Ach, der steht noch vorne. Glaube ich, noch. Achso, oh. Das liegt da drüben noch rum. Achso, das sind die Wasserverlängerungen. So, das geht auch so. Ihr wisst, ich Ladungssicherung ist mein Hobby. Und neben allen anderen. So. Ich habe noch eine vierte Lampe hinten im Schuppen. Das alles da drüben hinbauen wollen. Da fehlt doch schon eine ganze Ecke, ne? Huch, jetzt ist er runtergefallen. Naja, gut. So. Kannst du nicht einfach hier mittendrin runterfallen? Also hör mal, komm mal mit. Hier? Dann steht der hier rum. Dann habe ich den hier dran gebaut. Ja, da ist er. Da bräuchten wir noch mal einen. Wir bräuchten noch mal so einen Stromverteiler. Ach so, und übrigens, danke für die Tipps mit dem Muldenkipper, dass ich für den dann hier hinten noch den anderen Kram bräuchte. Trichter und tralala und hast du nicht gesehen. Deswegen wird das wahrscheinlich erstmal nichts mit dem Muldenkipper. Ja, müssen wir uns irgendwas anderes besorgen. Ach ja, stimmt. Natürlich. Hier, meine zweite Melkmaschine. Die müssen wir noch dran friemeln. Ja, das machen wir dann auch noch. Das machen wir gleich noch. So, erstmal die Lichtanlagen. Ah, so, die scheinen ja echt gut. Ne? Die haben ja wirklich... Ich würde erstmal... Na gut, das ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich würde eine da so hinrichten wollen. Also nicht, also ich möchte keine Lampe hinrichten, sondern dass die da so hinscheint. Wir müssen nochmal einen Laden fahren, dürfen die Eimer nicht vergessen. Neue mitnehmen. Wir müssen jedes Mal einen Eimer mitnehmen. So. Die schmeiße ich mal dahin. Nummer 2. Ist Kabel Nummer 3 irgendwo runtergefallen? Wie konnte das denn passieren? Ne, da hinten liegt's. Okay. So, dann von hier hätte ich auch gerne Lampe, die hier hinscheint. Auf das ganze Gerät. Ja, aber die würde ich dann... So.
Ha. Müssen wir testen. Wir können hier dann ja noch ein bisschen hin und her rücken. Das ist ja überhaupt kein Thema. So. Und hier bräuchten wir aber trotzdem auch eine. Damit das da hoffentlich unten hinstrahlt. Richtung. Bleib stehen. Ja, ein bisschen nach rechts noch. Richtung Duplex-Jig. Ja, komm. Moment. Ja, bleib mal. Ja, genau. Das könnte so erstmal klappen von der Seite, wenigstens die drei. Eventuell bräuchten wir. Na gut, hier drüben könnte ich irgendwie vier hinstellen, beziehungsweise hier oben noch eine. Ach ja, stimmt, ihr habt mir erzählt. Ich müsste vielleicht den Arbeiter wieder zuweisen. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Doch, der ist zugewiesen. Der ist automatisch schon zugewiesen. Also man kann da mittlerweile auch nicht mehr wie früher die irgendwie auf Zuweisen klicken und dann irgendwas auswählen. Der ist automatisch schon zur Trommel hinzugewiesen worden. Okay, super. Gut. Dann, ich nehme mal direkt das Auto mit, dass wir nochmal so einen Stromverteiler kaufen. Wir brauchen noch ein blaues Stromkabel. Na komm, gib mal Gas. Komm ich da drüber? Nee. Glück gehabt. Dachte schon, wir bleiben hängen. Kann man das? Ey, warte mal, das interessiert mich jetzt trotzdem. Kann man das als Sprungschanze nehmen? Muss mal testen. Da einfach volle Möhre drüber heizen. Ah, warte ein bisschen an. Komm ich hinten lang? Geht's hier lang? Ach, hör auf. Na, da geht's bestimmt nicht weiter. So, pass auf. So, den ganzen Kram hier stehen lassen. Ja! Oh. Man hat keine Motorengeräusche mehr. Hört er das? Sagt er, technisch in einem herausragenden Zustand. So, jetzt hört man auch wieder. Huch, kann ja mal passieren. So, da müssen wir mal ganz kurz hier anhalten. Lass mal den Motor laufen, weil wir Geld im Überfluss haben. Das sind die Seile, die brauchen wir daran noch. Da ist noch ein rotes. Ach, ne. Hier habe ich ja noch einen. Ha. So, ein Zufall. Das ist ja cool. Aber trotzdem, so ein blauer Schlauch fehlt uns noch. Da habe ich keinen mehr. Wobei das aber trotzdem schon reichen könnte. Achso, der lief ja noch. Ich bräuchte halt hier irgendwo auch eine Lampe. Könnte aber sein, dass das dann fürs Kabel zu lang ist. Also hier hätte ich gerne trotzdem auch eine Lampe, die da drauf scheint. Ich weiß, der Radlader hat selber. Der hat selber Lampen. Aber da kriege ich die Schnüre nicht bis hinten hin. Das Kabel meine ich. Das kriege ich dann nicht bis hinten hin. Kann ja mal probieren, aber. Gucken, wie weit das reicht. Bestimmt bloß bis hier hin. Bis hier hin? Okay. Doch länger als gedacht. Also das geht schon mal auf jeden Fall. Cool. Das funktioniert. Na komm. Versuch da schon immer beides gleichzeitig zu drücken, wenn ich einsteige. Handbremse lösen und Motor starten. Aber... Ja, jetzt hat er ihn wieder nicht ausgemacht, ist aber nicht so schlimm. So, Moment. Hier fehlt doch schon wieder ein Kabel. Das waren noch drei Kabel für die drei. Ist trotzdem ein Kabel abhanden gekommen?
schon. Zack. Ich nehme das mal für die Lampe ganz unten. Reicht das, ja? Ist das so weit? Ja, doch. Doch, das geht. Tatsächlich. Super. Mist, wo ist denn das andere gelbe Kabel? Habe ich das? Ist es wieder irgendwie in den Boden geglitscht? Das wäre nicht das erste Mal. Oder... Ach, hier ist es. Jawohl. Ja, da fehlt uns nur noch ein blaues Kabel, dass ich die mit dem Generator mit dem kleinen Verteiler hier, mit den kleinen Kabeln verbinden kann. Oder könnten wir es anschalten das erste Mal? Könnte sogar noch reichen hierfür. So, der ist leer, der ist noch voll. Stelle ich mal hier hin. Gut, also ein blaues Kabel fehlt uns noch. Ich hatte doch mal viel mehr von den Kanistern. Ich müsste mindestens 4 oder 5 Kanister haben. Hier steht noch einer rum. Boah, da ist aber auch noch genug drin. Können wir nochmal auffüllen. Ein blaues Kabel liegt hier nicht zufällig nur rum, ne? Nee. Na gut. Halt, ich mach hier jetzt mal den Motor auf. Ja, das rote Kabel würde ich hier auch gerne mal wegnehmen. Hört mich ein bisschen. So, wenn das dann alles gemacht hat, dann kann ich auch schön die Nacht wieder durcharbeiten. Sofern dann da alles ein bisschen hell bleibt. Eventuell, mal gucken, vielleicht nochmal 1, 2 Lampen kaufen. Aber ich denke mal, so grob müsste das erstmal passen. Brauche ich aktuell nicht. Hier unten lag noch das Verbindungsstück irgendwo rum. Hier. Zack. Können wir später mal wegräumen. Da liegt noch ein Kanister rum. Das sind aber nicht alle. Noch ein bisschen ist noch drin. Ach cool, wir haben sogar noch blaue Kabel hier. Stimmt. Das ist ja überhaupt kein Thema. Da kann ich ja das erstmal nehmen. Och, super. Müssen wir doch nicht in die Stadt fahren. Ich wäre jetzt nämlich direkt in die Stadt gefahren. Aber stimmt, an den Waschanlagen war ja noch ein kleines dran. Ein blaues. Ups. So, können wir das erste Mal starten. Nee, Moment. Na! So. Ah, das sieht doch gut aus. Das strahlt schön das aus, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Cool. Bloß hier oben könnte es eventuell Probleme geben, dass das hier einen Schatten wirft, wenn ich... Na wohl, nö, es geht. Es soll schon da oben das dann anstrahlen. Okay, super. Also, das müsste funktionieren. Bin ich ja schon mal froh. Aus. Eigentlich könnte ich mir doch... Würde das irgendwie gehen, wenn ich mir irgendwo einen Zentralschalter baue? Ja, es gibt ja diese große Stromversorgung, die ich da irgendwie dann auch, ja, wo dann auch drin dran steht, was gerade damit verbunden ist. Hier, Moment. Brauche ich mein Gamepad? Sonst wird das nichts. Das muss ich mal testen.
fährt der rückwärts schneller als vorwärts? Also der fährt rückwärts schon ganz gut. Der fährt aber auch rückwärts gerade runter. Sicher, dass der rückwärts schneller ist? Gut. Dann holen wir mal die Kabel. Ich hoffe, das geht auch. Müsste, oder? Das müsste doch. Könnte aber trotzdem schwierig werden, weil ich eigentlich, hätte ich gesagt, ich müsste. Wo ist denn da jetzt wieder der Auslass? Ah, oh Gott, es fängt wieder an zu regnen. Wird wieder dunkel. War das jetzt vorne mit dem Loch? Da ist es nämlich lieber so angebunden. Oder? Ich gucke jetzt mal nicht, dass es hier falsch dranhängen. Dann müssen wir es nachher wieder umhängen. Kann ich mal in Zeit ein Schlückchen Kaffee nehmen. Ui, der ist aber noch heiß. 16 Minuten alt, ne? 17. Jo, das Loch muss nach vorn. Gut. Jetzt ist es hier aber dunkel geworden. Was könnte uns denn da wohl Abhilfe schaffen? Find's übrigens super, dass das anscheinend gut ankommt, dieses Gold Rush Let's Play. Freut mich sehr. Freut mich sehr. So, jawohl. Da ist es ausgeleuchtet. Geil. Da bringt auch endlich das Lagerfeuer am Tag etwas. Gut, dann können wir das so anhängen. Da brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich würde mal noch ein Stückchen vorfahren. So, damit das so ein bisschen mittiger ist. Welche nehmen wir da? Reichen da die hier? Jetzt muss ich mal mit der Maus und Tastatur wieder machen. Ja, genau so. Ich glaube, das waren die kürzesten hier an Kabeln, die ich habe. Komm schon. Okay, das waren vielleicht doch nicht die kürzeren Kabel. Moment. Ja, so haut's eher hin. Verdammt, das waren doch nicht die kürzeren. Scheiße. Ah, Mann, diese dämliche Leiter. Ja. So. Huch. Schon ab. Ach so. Nee. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ich möchte da schon ein bisschen gelagert haben wenigstens. Moment. Ich hab's gleich. Halt doof, dass man die nur so rumdrehen kann, ne? Und nicht irgendwie direkt schon in der Luft hinlegen kann. Na komm, fall mal dahin. So. Oder waren das hier die kürzeren? Weil das sind die ganz lang. Na.
nein, verdreh dich doch nicht wieder. Ernsthaft. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Moment, wir haben es gleich. Es kann sich nur noch um Momente handeln. Ich habe ja gedacht, wir kriegen das mit dem Teil auch hin. Mal ein bisschen wieder aufrichten. Komm schon, komm schon. Ja, es hebt sich an. Immerhin. 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 Jawohl! Nee! Nee! Jawohl! So. Ich krieg das damit auch nicht angehoben. Das ist das Problem. Auch zu lang. Scheiße. Mist. Brauche ich jetzt echt den Bagger? Ich dachte, wir hatten wirklich ganz, ganz kurze Kabel. Sag jetzt nicht, dass die das sind. Die sind länger. Scheiße, wir brauchen den Bagger. Oh, nee. Ärgert mich. Nee, nicht alles. Nein, nein. Das war doch so gut hingelegt. Verdammt. Schon, jawohl. Mist. Aber die können wir trotzdem schon mal. Ich will jetzt wissen, welche von den beiden länger sind. Moment. Ich teste das mal eben. Schon wieder. Wusa. Wusa. Fucking Wusa, habe ich gesagt. Ah. Komm schon, leg dich nach vorn. Jawohl. Oh, nee, ey. So eine Kacke aber auch. Sollte ich die doch noch mal hier hinlegen. In der Hoffnung, ich merke mir das. Dass wir die schon mal hier haben. Oh, Mist. Mist, wir brauchen den Bagger. Wo ist denn das vierte? Wo ist denn... Habe ich das aus Versehen hier mit hingelegt? Verdammt. Scheiße. Scheiße, scheiße. Jetzt ist mir das eine Kabel abhanden gekommen. Ja gut, nützt nichts. Wir müssen in die Stadt. Wir müssen den Bagger einlagern und den Kran wiederholen. Den Radlader einlagern und den Bagger wiederholen. Wo ist denn jetzt mein Auto? Mist. Das wäre ja zu schön gewesen.
Der Rest hier hat ja nämlich super geklappt. 70%. Okay, komm, dann düsen wir jetzt mal geschwind in die Stadt. Die Geisterstadt. Mit diesem Pisswetter wieder. Da kommt auch übrigens der Piesel her. Kann immer nur gesammelt werden. Oder geerntet werden, wenn es hier regnet. Eigentlich eine Abkürzung, wenn ich da rechts nachfahre? Oder komme ich dann bloß hinten rum an den Claim ran? Na gut. Kriegen wir hin. Braun, jetzt muss ich nochmal so ein kleines Seil kaufen. Muss man eigentlich in den Herbst gehen? Ach, es ist ja Sommer, es ist ja gar kein Herbst. Ach, siehst du, die ganze Zeit gedacht, wir wären schon im Herbst. Aber es ist ja erst Sommer. So. Ey. Frankenstein, du musst ein Traum bleiben. Ey. Und zurück nochmal 3000. Dann haben wir, oh Gott, dann haben wir nur noch 2000. verdammt. Na gut. So, hol ich nochmal so ein kleines Seil. Mist, ey. Bescheißen mich doch hier alle. Die ganze Stadt ist nur drauf und dran, mich zu bescheißen. Ich könnte wetten, das ist der Claim-Besitzer. Dieser fiese Sack von Claim-Besitzer, der mir mein Zeug klaut. Eins bitte. Ich könnte wetten, nachher finde ich's. So, reicht. Okay. Dann zurück. Ich will ja heute noch fertig werden. Ich wollte heute eigentlich noch eine schöne Runde da drehen mit dem Radlader wieder. Aber das kriegen wir dann erst wieder in der nächsten Folge hin. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich werde dann mit dem Radlader das Teil vielleicht zur Hälfte oder so voll machen und ab dann die nächste Folge einschalten. Dass wir dann zum Ende hin der Folge, wenn das Teil wirklich mal komplett voll ist, dass wir es dann zusammen lernen können. Und da bin ich dann mal gespannt, was rauskommt. Und ich hoffe, dass wir dann gut dabei sind. Sagen wir es mal so. Denn für heute dürfte der Claim, das Claim-Schwein, mir ja nicht viel abziehen. Denn wir haben ja noch nichts eingenommen. Ich habe noch kein Gramm Sand bewegt, außer das, was in den Rädern hängen geblieben ist vom Pickup. Und dürfte der theoretisch nichts von mir verlangen als Pacht, ne? Oh Gott, jetzt wieder Bagger fahren. Jetzt habe ich mich ein bisschen an den Radlader schon gewöhnt, aber mit dem Bagger, das müsste noch im Muskelgedächtnis sein. Das dürfte noch funktionieren. Aus dem F. So. Also ja. Halt. Oder aus. Du kommst gleich mal mit. Was war das? Wie steht denn? Wie habt ihr den geliefert? Also, was habt ihr mit dem gemacht? Oh, das ist nicht euer Ernst. Ich hab den schön eingelagert in eure Obhut gegeben. Ey, weh, da ist jetzt kein Treibstoff drin, dann rast ich aus. Ey, und ein bisschen Treibstoff ist drin. Oder, wie ist denn vorwärts? Wie ist denn sowas? Ist vorwärts? Okay. Rückwärts? Gut. Ich hätte mir jetzt echt zugetraut, dass hier kein Treibstoff mehr drin ist. Jetzt mal das Teil wieder gerade ziehen.
Wahrscheinlich hätte ich es auch so gleich dranhängen können, aber ich möchte es erstmal ein bisschen aufrichten. Achso. Gelacht. Meine leichteste Übung. So. Schnalle ich die wieder ab. So. Dann fahre ich gleich wieder von der anderen Seite ran. Und dann wird hier richtig geil die nächste Melkmaschine angehoben. So, pass auf. Ein bisschen niedrig, aber bist du doch trotzdem gehen, oder? Gott sei Dank springt das Teil jetzt hier nicht wie blöd rum. Hört? So, komm schon. Jawohl! So, meine leichteste Übung. Maschinen aufbauen. Wenn ich hier nicht so viel beschäftigt wäre, würde ich es im Team sogar noch erfinden. So, aber ich bleib bescheiden. Ich will dahin noch mal ein Schlückchen Kaffee. Super, endlich wenigstens der zweite Duplex-Trick da drin. Dann noch die andere Rinne. Ach ja, und den kleinen Vorbau müssen wir auch noch dran bringen, ne? Huch, Eier hier mal nicht so rum. Komm ich da drüber? Das könnte holprig werden. Huch, nee, hab ich meine Lampe umgeschmissen. Oh, Achtung, der Rütteltisch. Oh, komm, jetzt kommt er da nicht drüber. Komm schon, ich habe schon ganz andere Dinge mit dir angestellt. Jawohl! Und rein damit. Ist die zweite Lampe auch umgelegt? Ja, ups. Und runter damit. Jawohl. Super. Richtig geil. Okay. Klasse. So, nehmen wir den schweren Weg wieder zurück. Ach Mist, die Rinne kommt ja drüber. Ups. Ich glaube, ich fahre doch hier oben lang. Schöne Lampen wieder aufstellen. Aber das ist nicht das Problem. So, welche Rinne war das? Die mit den Flügeln da oben dran. Okay. Flügel ist der professionelle Ausdruck für oberer Rinnenschaft. Was? Du hast nur noch wenig Piesel im Tank. Jo, für uns reicht's. Nur noch das eine Teil und dann kann ich den Radlader wieder besorgen und dann haben wir es doch für heute. Bin
Beziehungsweise haben das Leute so wie die Rinne da drin hängen. Ach nee, wir bauen das ganze Teil zusammen, hol den Radlader wieder her, dann lade ich die Folge erst morgen hoch. Also sprich heute, sprich für euch gab es gestern keine. So rum. Ist schon wieder ein bisschen länger, sehe ich gerade. Die Zeit vergeht so schnell in dem Spiel, das ist unfassbar. Ey. Gefühlt nichts war da geschafft heute, aber schön war es trotzdem. Ist aber auch langsam. Jetzt steht das Auto im Weg. Mr. Pickup, würden Sie bitte mal ganz kurz weichen? So, den können wir dann nachher, den Bagger, nachher da unten einfach stehen lassen, da ich den ja sowieso wieder hier wegtransportiere. Verbrauchen eigentlich die Maschinen auch, das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, Treibstoff, wenn ich nur das Licht anlasse und der Motor aus ist? Oder geht da die Batterie irgendwann flöten? Bin ich mir nämlich nicht sicher. Ups. Das sieht doch gut aus. Motor aus. Piesel muss noch bis nach da hinten hinreichen. Hier ist das. Der ist das. Zack. 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 Ast rein. Wunderbar. Hätte man vielleicht auch von oben reinheben können, aber ich fahre wieder runter. Das hat sich bewährt. Aber wo das eine Drahtseil hin ist, weiß ich nicht. Ist irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Ich bin das Gold, ich bin das Gold. Nein, ich bin das Nugget, ich bin das Nugget. So, also wer von euch kommt jetzt hier im nächsten Sommer oder im nächsten Frühjahr mit nach Alaska? Haben wir doch schon, da hat sich doch schon einer, hatte sich glaube ich irgendwo mal gemeldet und hat gesagt, er kommt mit. Können wir mal zu schön zusammen Gold schürfen? Ihr seht, so schwer ist es gar nicht. Und dass ich mit Maschinen umgehen kann und voll die Ahnung und Plan und Peilung habe, das habt ihr jetzt auch schon zu Genüge gesehen. Also da könnte theoretisch nichts schief gehen. Absolut nicht. Überhaupt nicht. Das wäre schon cool, ne, wenn das irgendwie, ja, bezahlt klingt immer doof, aber so, aber wer hat schon Kohle, um mal einfach zu sagen, ich gehe mal ein halbes Jahr nach Alaska und buddel mal ein bisschen nach Gold. Wahrscheinlich die wenigsten. Aber es wäre schon ganz witzig, denke ich, sowas mal zu testen. Also D-Max, hört gut her. Ich bin euer Mann. Ich lasse mir auch einen Bart wachsen bis dahin. Ja, diese scheiß Lampe da unten ist im Weg. Als Fluchen kann ich. Fluchen? Komm schon, raste ein. Ups. Hat sie sich verdreht? Nö, meine Rinne hängt. Meine Rinne hängt ein bisschen fest. Muss man noch ein bisschen zurück. Damit die wieder gerade kommt. So, jetzt. Komm schon rein damit. Jawohl! Jawohl! Super. Dann können wir den hier stehen lassen, aber bevor ich den wieder wegräume oder abholen lasse. Brauche ich
ja meine Seile wieder. Dachte, ich habe jetzt auch noch die dritte Lampe umgerannt. Okay, wunderbar. Also, das funktioniert alles. Dann würde ich trotzdem schon mal schnell den Bagger holen. Da müssen wir aber danach noch hinten die ganze Geschichte da unten anbauen. Und Moment mal, aber das Teil braucht wieder einen Wasseranschluss, fällt mir gerade ein. Ne, das machen wir direkt noch. Shit, ich fahre mal eben das Auto hier ran. Das ist wieder ein bisschen mehr. Also ich dachte jetzt, okay, ich gehe für jedes Teil einzeln da runter, aber das ist mir dann, ist dann doch ein bisschen zu viel, glaube ich. Da. So. Löse die Handbremse. Ja, ich weiß, ich mache das mit Absicht. Wie ich am Anfang dachte, ey geil, ich hol mir den Bagger und dann kann ich mit dem Bagger das Zeug da reinkippen. Als ich den dann hatte, stellte ich fest, okay, scheiße, ich komme ja gar nicht mit dem Bagger hier hinter. Ha. Das waren noch Zeiten. So, Mathe 1. Mathe 2. Und Mathe 3. Mathe 4. Wir gehen den ganzen Kram. Das ist aber halt auch so nah vor der Nase tragen muss, dass du einfach mal effektiv nichts. Ja, passt. Nichts siehst. So, den Kasten kriege ich aber erst. Ja. Oh, hier ist noch ein Eimer. Ich weiß nicht, ob ich noch einen grünen Schlauch frei habe oder ob ich da noch mal so einen Generator hinstellen muss. Was ist denn nur noch? Warum? Habe ich was verpasst? Warum? Hä? Was? Warum kann ich das Teil nicht lösen? Ich habe das schon mal alles abgebaut für die andere. Das hat doch funktioniert. Hallo, Spiel? Warte mal. Seit dem letzten Update fragt das Spiel auch, ob man überschreiben möchte. Ich lade das mal kurz. Na, dann werden wir mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Irgendwie komisch. Beim letzten Mal, da konnte ich alles... Ach, jetzt. Super. Das ist kein Bug, ist ein Feature. Rein damit. Ist auch wieder besseres Wetter, ne? Es ist gleich 16 Uhr am Nachmittag und wir haben noch nicht eine Unze Gold geschürft. Aber solche Tage muss es halt auch mal geben. Passt. Zweite Rinne. Ach, siehst du die Matten wieder oben? Oh nö, ist mir eine weggerollt. Oh nö, komm. Das waren noch 6 Matten, ne? 1. 2. Hier fehlt eine Matte. Ach, die liegt da hin. Gott sei Dank. Ich wollte schon ein wenig launisch werden. Komm mal mit. Ausreißer. So, du kannst dich hier langsam wegroppen.
So, jetzt die Gitter drüber, sonst kriege ich wieder Schimpfe, weil ich die Teile nicht hier drauf gebaut habe vom Spiel. Das meckert dann nämlich immer rum. So, wunderbar. Da hätten wir das erstmal. Das Teil steht, das braucht noch Wasser und auch, ja, die, genau, die kleinen, die Teile. Okay, der war gut. Der war nicht so gut. Ich wollte die eigentlich bloß erstmal hier rauslegen. Rein, danach angestöpselt und dann, ah ja, oh cool, hier ist noch einer frei. Geht das mit dem Kabel? Ja, das geht zumindest alles unten durch. Ach so, das Teil ist mit dem da oben verbunden, aber gut, hier unten wäre ja sowieso nichts mehr frei, ne? Ah doch, die beiden hier oben. Ich das auch da unten anschließen eigentlich. Ich mach das mal eben noch. So, dann müssen wir aber mal fix in die Stadt. Noch haben wir Geld. Und danach haben wir bloß noch knapp 2000. So. Gut. Alles verkabelt. Die Teile stelle ich nachher wieder hin. So, erstmal kurz hier hinstellen. Dich auch mal kurz aufrichten. So, dann geht die ab, die Luzi. Das sieht aus, ey. Halt, stopp. Halt, stopp. Bevor ich das nachher vergesse. Da fehlen noch die zwei Eimer unter der Melkmaschine. Da müssen noch zwei Eimer hin. Deswegen hatte ich die doch alle auch gekauft. Weil ich vorausschauend denke. Schon seit Folge 1. Huch! Bin ich dagegen gekommen? So, das Teil braucht ja auch noch einen Stromanschluss. Oh, stimmt. Aber da war ja drüben auch noch was frei, ne? Da ist noch eins frei. Alter, ey. Also, die ganze Kabelgeschichte ist ja der Hammer. Ach, hier sind ja auch noch die Matten drin. Ich würde sagen, irgendwas sieht hier komisch aus. Ach, siehst du. So, ist glaube ich die letzte. Jo. Wäre halt cool, wenn man die Matten hier wenigstens hier aus einer etwas größeren Entfernung draufbringen könnte. Nicht für jede Matte auch sehr nah ran muss. Okay. So, jetzt ist alles eingerichtet. Der Stromanschluss noch. Noch der gelbe Stromanschluss. Einen bräuchten wir noch. Wir bräuchten noch ein gelbes Kabel. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Lag da hinten noch ein gelbes Kabel? Nee, ne? Da lagen nur noch die beiden blauen. Oder noch ein blaues. Egal, ich kaufe nochmal ein gelbes. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Hier war, glaube ich, auch nichts mehr drin. Nee, ne? Gut, dann wieder Bagger gegen Radlader tauschen und dann können wir schön schürfen. Junge, Junge, ey.
Müssen wir die Zettel suchen hier. Hier liegen irgendwie zwei rum, eins da hinten und einer müsste hier noch rumliegen. Oder? Kam nicht hier vorne irgendwo nochmal eine Zettelanzeige? Nö. Ich dachte. Huch. So, der wieder zurück. Ah ne, Moment. Der Bagger hier hin. Radlader zurück. Gut, wunderbar. Huch. Eine Hand am Gamepad, die andere an der Maus führt zu leichten Zuckungen bei der Bewegung. Also nochmal ein Stromkabel und dann ist wirklich alles komplett angeschlossen. Ich pack gleich hier. Können zwar auch hinten die Waschanlagen verkaufen, hätten wir ein bisschen Geld noch mal, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel wir da kriegen würden. Es wird es wahrscheinlich nicht fett machen, wenn ich die jetzt verkaufe. Vielleicht kriegen wir noch mal 10.000 raus. Was kam die kleine Waschanlage? Stand die nicht hier rum? Ja. Ich schau mal eben nach. 8.000. Kriegen wir vielleicht noch 2.000-3.000, wenn es hochkommt? Was ist denn das? Ist das neu? Ach nee, das ist gar nicht anklickbar, okay. Große elektrische Wasserpumpe. Macht das Sinn, sowas vielleicht zu kaufen? Für Strom. Es wäre halt geil, wenn ich mir die Dinger mal richtig angucken könnte, um zu sehen. Jetzt hänge ich ja fest. Wo sind da überall Stromanschlüsse? Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wo ich da was reinstecken kann. Dieseltank weiß ich das. Da weiß ich es nicht. Erster Tag, den wir nicht beim Schmied waren. Ein trauriger Tag für den Schmied. Sagt nicht. Hört auf, direkt jetzt in dem Moment einen Kommentar zu verfassen. Ich weiß. Scheiß Stromkabel vergessen. Mann, du sagst aber auch nichts, ey. So. Jetzt wird zurückgeheizt. Kommen jetzt immer mehr Kommentare, die fragen, wann das Spiel für die oder ob das Spiel auch für die PlayStation kommt oder überhaupt für eine Konsole. Ich glaub's derzeit nicht und da ist auch meiner Meinung nach nichts geplant. Zumindest kann man da immer mal im Steam-Forum was lesen, da wird das auch immer mal gefragt, aber da geht keiner so richtig drauf ein. Also aktuell wohl eher nicht. Aber wäre natürlich cool, ne? Wenn es auch für die Konsolen kommt, warum eigentlich nicht? Wird sich ja anbieten, spielt sich ja auch gut mit dem Gamepad. Gerade die Maschinen. Da ist er wieder. Na, du Schmuckstück.
das denn passieren? Huch. So, ich hoffe, das bleibt jetzt da drin. Spiel macht mich noch fertig, ey. Es fällt da raus. Clint Pickard ist wegen der Hitze ohnmächtig. Wollt ihr mich verarschen? Wer ist das? Ist das unser Mitarbeiter, der passiv im gekühlten Zelt hockt und aktiv nichts für uns tut? Ist der das? Ja, halt, zurück. Kann mir keiner erzählen, dass hier auch noch einer ein gutes Kabelmanagement auf die Reihe kriegt. So, auf jeden Fall, jetzt ist alles angeschlossen. Ich freue mich echt wie bekloppt. Halt, du stehst ein bisschen im Weg rum. Ja, so, das war ja auch nochmal auf die Anlage ausgerichtet, ne? Ja. Und das war ja eher da so hin ausgerichtet, oder? Ein bisschen nach rechts, ne? So. Ja, es läuft. Oh, das befriedigt mich total. Geil. Ich finde es auch gut, dass das nicht übertrieben wird mit den Icons dann später, ne? Also das. Achso, das eine Teil hat keinen Strom, weil das hier oben nicht angeschaltet ist. Ja, ich muss den dann doch mal irgendwie zusammenlegen, dass ich die alle. Ich mache jetzt auch mal alles an. Und ja, eh bald Nacht. Steht jetzt auch im Weg rum. Ja, mein Werk. Entschuldigt. Wo ist er? Ach, da hinten. Ich dachte schon, er ist weggeglitscht. Gut. Ja, komm. Ach, jetzt ist auch egal. Es ist jetzt eh schon eine Stunde rum. Machen wir halt noch ein bisschen. Können wir zumindest noch mal irgendwie so zwei, drei Furien da reinkippen. Hallo? Warum wackelt denn das so? Okay, jetzt geht's. Ich bleibe meiner Linie treu, also ich denke, dass ich das jetzt hier anders mache. Ich hänge fest. Ihr habt gesagt, ich soll das auch mit Rückwärtsfahren machen. Dass es sich gar nicht lohnt, wenn ich jetzt immer rumdrehe da unten. Aber hier muss ich es ja, sonst kippe ich es ja in die verkehrte Richtung. Oh, fülle dich, du geiler Rüttler. Jawoll, jetzt läuft's. Überall läuft's. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Machwerk für heute. Oh ja. Ja. Hier lässt er die Türen offen. Er ist abgehärtet mittlerweile. Ist ihm scheißegal, ob das warm oder kalt draußen ist. Oder lässt er die automatisch offen, wenn es draußen warm ist? Kann nicht. Also detailverliebt ist es an manchen wichtigen Stellen, Gott sei Dank. Aber an manchen Stellen halt auch nicht. Ich denke, da zieht das Spiel den schmutzigen Strich. Läuft endlich alles. Oh, ich bin echt froh. Überall sind auch Eimer drin, ne?
hier, dass der schneller ist, wenn ich rückwärts hier hochfahre? Probier's gleich mal. Dreh ich mal unten. Doch, der fährt schneller rückwärts hier hoch. Das hätte ich ja nicht gedacht. Oder? Kam mir jetzt nicht so vor, dass das jetzt langsamer war, oder? 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 Na, scheiße. Ich glaube, dafür habe ich den halt die Hälfte gerade daneben gekippt. So, wir haben noch genau $2000. Ist nicht mehr viel. Wir müssen morgen, also die ganze Nacht muss ich jetzt hier durchackern. So, das Teil mal füllen zu 100%. Doch, ich denke, da fährt ein Tick schneller hier hoch. Mein Gott, wer soll denn sowas wissen, ey? Na gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter, beziehungsweise ich lad die Teile jetzt noch ein bisschen voll und wenn dann noch ein paar Prozent irgendwie nachher fehlen, dann schalte ich wieder rein. Sind ja schon 7% voll, 7%, 6%, 7%. Cool. Ja, haben wir doch einiges geschaffen heute. Ich bin sehr, sehr stolz und ich hoffe, dass es zum gewünschten Erfolg führt. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.